Schwere Geschütze, wo ist das denn? Irgendwo weit außen. Hoffentlich kommen wir da mit dem Taxi hin. Bestimmt. Ja, ganz unten. Seid alle Yeah. autorisierten Ziele an. Reiseroute Party. bestätigt. Bob. So, und ich habe auch noch mal mit Elkoblas geredet von wegen noch mitmachen und er hat zum Glück ohne Murren gesagt, dass okay wäre, wenn er nicht mitmacht. Okay. Ich habe auch die Gründe genannt, die wir gesagt haben, von wegen mit einem NPC hätten wir dann noch einen zusätzlichen Heiler und so weiter. Da hat er zum Glück nicht gemurrt. Also wenn Brav. Verständnis hat, der brave Herr. Brav. So. Ach so, Diese das eine ist. Nebenquest, haben wir die auch schon, oder? Welche Nebenquest? Ich habe diese Vorsicht walten lassen als Quest. Das. Hab ich nicht. Ich hab die auch, aber wenn The Chaos die nicht hat. Vorsicht walten lassen. Ups, jetzt. Ja, ich drück jetzt 1000 falsche Knöpfe gerade. Seismic. Sensor, Vorsicht. Das ist auch nur eine Mission, die du hast anscheinend. Annehmen. So. Kann es einfach annehmen. Ja, hab ich. Gut. Das hat Man er kann ja Missionen nämlich auch teilen. Das habe ich voll vergessen, dass das geht. Das ist direkt hier. Aber ihr entscheidet. War nur so eine Ja, Anmerkung von mir. wenn wir sie nicht machen wollen würden, dann hätte ich sie ja nicht angenommen. Stecke fest. Ja, du bist bei mir durch den Berg geglitscht. Hier Was hat ist Ding? Ach das. da. Was? Oh, hallo. Autsch. Ist sogar noch Bonus. 20 von den Typen, ich hätte jetzt fast Viecher gesagt, ey. Ach, sind sie auch. Wenn wir mit denen fertig sind. Ich muss noch warten, bis mein Ärzte kommt. Bis deine was kommt? Der erste Energiekern oder was auch immer. Oder der vierten. Okay, ist da. Ach ja, jetzt müssen alle einzeln. Ja, super. Haha. Krass. Na, warten. Und jetzt weiter. Aber so haben wir die Bundesmission schnell fertig. Ja. Wie diese Viecher da jetzt einfach nur dumm gucken. Was war das denn? So, nimm den Okay. vierten Energiekern. Na komm, spring doch über den Baumstamm. So, nimm den dritten Energiekern. Gut. Fehlen uns jetzt nur noch zwei. Ich frag mich, wo du diese Mission herbekommen hast. Ja, ich Denn habe wir keine hatten. Ahnung, weil normalerweise machen wir alles gemeinsam. Ich habe keine Ahnung. Sehr strange. So, ich brauche
jetzt noch einen von denen. Da, wenn dann nur noch ein. Ja, müssen wir erstmal schauen, dass wir noch zwei von denen platt bekommen, bevor wir das letzte einsammeln. Das sind die zwar nicht, aber ach so, doch. Okay. Ja, das auch. Ja, jetzt fehlt noch einer. Super. Hm. Okay, und du wirst es sein. Wenn du einfach so rumhockst. Hm? Ach, da drüben. Wow, ich wurde verlangsamt. So, dann aktiviere ich den hier mal. Und schwupps. Da drüben sind sie. Ja, würdest du mal einsammeln? Danke. Bring die Kerne zur Mission. Oh, du hast ja so eine Mission anscheinend angenommen, Ruffy. Ohne es gemerkt zu haben. Ja, kann sein. Weil wir jetzt zum Missionsdepot zurück müssten. Ende die Häftlinge und Mörder des Widerstands. Wir müssen noch zwei Widerstandsmörder platt machen. Das ist für schwere Geschütze. Ja, das ist die Planetenquest. Ist aber keiner zwischen. Ich soll halt gucken, dass wir irgendwie noch mal einen finden. Bei mir ist Ruffy mit dem Roboter voll am Rumlegen irgendwie. Mit einem normalen Gleiter war das bisher nicht so. Häftlinge und Mörder des Widerstands. Sind hier irgendwo Häftlinge und Mörder? Ich sehe keinen. Doch, ich sehe uns, aber wir können uns ja nicht killen. Das bringt nichts. Gangsatz, das würde sogar einen nach Minus bringen. So. Ach, ihr blöden Mistsäcke, ey. Jetzt haben sie mich hier versteinert. Und weiter. Ach, da vorne ist Ruffy. Okay. Gut, dass wir noch eine Belagerungswache. Ah, hier ist ein Häftling. Okay, gut. Hier sind sogar zwei Häftlinge. So. Die Bonusmission ist abgeschlossen. Krieg noch ein bisschen Gesellschaft. Immer her damit. Ein paar Haustiere zum Quälen, okay. Fresh bestellt und vom Lieferservice. Sehr Haustiere schön. Vom Lieferservice. Von Lieferando.de. Hm. Jawoll. Die so neues Pappschachtel. Im Angebot. Klein, in kleinen Pappschachteln. Bestell 3, kauf 2 oder so. Ja, genau. Zerstöre die Generatoren des Widerstands. Weil, okay.
So, das war's schon. Das ging schnell. Kehre zu Leutnant Davril zurück. Da können wir uns eigentlich wieder hin teleportieren. Sehr gut. Wieder zurück nach Sobrik. Dann hätten wir das auch. Dann können wir auch am Missionsdepot der Dingens abgeben. Wenn wir das scheiß Dingens mal finden würden, das ist das zur Heldenmission. Jetzt hätte ich fast hässliche Mission gesagt. Hässliche Mission. So hässlich sind die an Hässlichkeitsgrad nicht mehr betreffen können. Apropos hässlich, ich habe hier, also als ich meine Revolverheldin gespielt habe, ich habe das hässlichste Illyn-Rasse der Welt gesehen. Okay. Ich kann das nicht beschreiben, so hässlich war das. Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus gehört habe. Danke, mein Sith Lord. Aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Ich hatte angenommen, dass die Zerstörung ihrer Kanonen wenig Raum für Missverständnisse lässt. Sie sind ein sturer Haufen. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmora an. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Okay. Dann lass uns aber erstmal das Missionsdepot suchen. Wo bist du? Na toll, das kann man da nicht sehen. Ah, dann suchen wir das Scheißding, ey. Aber ich war felsenfeste Überzeugung, dass das hier in der Nähe sein muss. In der Nähe vom Heldendingens. Ach, das ist den Treuder-Taxi da ganz unten bei der Gorinth-Schlucht? Sehe ich auf der Karte? Ah, super. Dann müssen wir mit dem Taxi da hinfahren, oder? Dann gehe ich mal davon aus. Boah, Map verschwindet endlich. Ja, genau. Da ganz unten ist es. Zu Ihren Diensten. Treude-Taxi. Reiseroute bestätigt. Gut, dann gehen wir mal diese Mission ab. Äußere 30 erlaubt? Sehr gut. Wir kommen im einen Jahr dort an, glaube ich. Yay, wir sind angekommen. Wuhu. So, wo ist das Missionsdings? Das ist irgendwo hier drin. Okay. Da ist es. Annehmen. So. Der hat eine Quest. Ne, lassen wir mal, oder? Machen ja, wir erstmal das Planetending fertig. Brauchen wir nicht. Weitermachen, Soldat. Was haben wir denn hier? Das ist die Hauptquest, brauchen wir nicht. Jetzt. Oh. Zeige alle autorisierten Ziele. Das ist dann beim markaranischen Perlen Außenposten. Reiseroute bestätigt. Zum Glück bin ich nur an den Aufzug vorbeigeflogen, ey. Mhm. Wir wissen ja, wie gerne. Oh, wir haben eine Wiki hier. Wir haben hier eine Wiki-Seite. Wiki Oberapostrophto. Sehr schön. Hallo? Ob wir den irgendetwas fragen sollten?
wann Rom erbaut wurde oder sowas. dann weiß es doch nicht. Das ist doch eine Scheiß-Wiki. Welche von den beiden? Achso, gut, das ist da drüben. Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet ihn nicht ungehobelt, mein Sith Lord. Im Sein Gegensatz Gesicht. Zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest. Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen, ist wie das Zubereiten einer köstlichen Mahlzeit. Mit Gastronomie habe ich nichts zu tun. Wie lustig. Der Widerstand wird vom Volk unterstützt. Total. Du musst den Geist der Leute brechen, um den Widerstand niederzuschlagen. Lieutenant Davril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Diese Cyborgs metzen unsere Soldaten nieder. Also, was ist zu tun? Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Balmoranern eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden. Und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten, Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Ich habe schon von Gonk-Droiden bessere Pläne gehört. Ach nun, ich hoffe, ihr zieht ihn dennoch in Betracht. Einen anderen Plan gibt es nicht. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Dann werden die Balmoraner die Botschaft laut und deutlich zu hören kriegen. Wenn du willst. Ja. Dann mache ich das eventuell mal. Ach, da ist er ganz in der Nähe. Wunderbar. Praktisch. Das Gebiet ist aber ziemlich klein. Ziemlich, zammlich, zumlich klein. Für die Cyborg-Töten ist wahrscheinlich auch noch Teil der Bonus-Kräfte. Oder auch nicht. Nein! Jetzt enttäuscht ihr mich. Aber es ist wieder so, dass das wahrscheinlich wieder jeder für sich selber einsammeln muss. Eins von fünf. Und zwei von fünf. Ja, oh, meine hätte ich. Ich auch. Ich brauche noch zwei. Wie immer der Kerno, der immer was braucht. Viele Sachen, die ich brauche. Du brauchst so vieles. Unglaublich. Einfach mal ein besseres Leben. Ja, dann... Ja. Finde deine 7 Dragon Balls. okay. Immer noch nichts. Es muss irgendwas fallen. 4 von 5. Und 5 von 5. Und 6 von 5. So, dann mal zu diesem Spinner zurück. Und dem sagen, yo, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, ich häng natürlich genau an dem unnötigsten Stein fest, den es gibt. Eigentlich jetzt gar machst keine du mich auch schon nach, ey. Das heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol'Argen hat von eurer Zerstörung der Kreaturen beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Er wird lernen, sich nicht in die Pläne des Imperiums einzumischen. In der Tat. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis.
Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen. Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Aharin, hilft uns dabei, durch die Wildnis zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Dieser Gorinthen-Kacker, ey. Das ist da oben, oder? Ja, das ist das da... Nee. Ach, das ist Chaos sein Dingens, okay. Wir müssen wieder mit dem Taxi fahren. Oh, Taxi, Taxi, Taxi. Fahr mit Taxi. Jetzt schnell nach Haus. Oh, geglitscht, sehr gut. Das wird nicht angezeigt? Skyhopper im imperialen Gorinths Außenposten, das ist so das unten. Ach da. Reiseroute bestätigt. Wow, was ist das denn für ein Riese? Boah. Wie das aussieht, alle drei so nah hintereinander, ey. Die Kralamann hat sich vielleicht der Sultan hat Durst. Wie das aussieht. Das ist voll die Polonaise, ey. Die ganze Karte vom Gorinth-Schloss. Mein Sith Lord, es ist mir eine Ehre. Wie gefällt euch Balmoral? Dreckig der aussieht. Wirkt ziemlich belanglos, was? Wir sollten über die Mission reden. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spuren. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Woher solltet ihr wissen, wie man sie besiegen kann? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis, aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Machen wir doch eben mit. Okay. Ja. Was ist das, Beuters? Ich brauche es nicht. Irgendeiner hat ein Level abbekommen. Chaos war das. Ja, jetzt bin ich auch mal 47. Sehr schön. Mann, bist du alt, Chaos, ey. Agent 47. Alt. What the hell? Meine Kamera hat sich urplötzlich komplett umgedreht. Ah, da. Ja. Boah. 2 von 9. 3 von 9. Nichts gefunden. Okay, dann woanders suchen. Versuchen wir... So, ich versuch's mal hier. Und... Oh, da ist jemand. Ah, da. Da habe ich... So. Noch Dreh. So, ich gehe mal ein bisschen weiter hier runter. So, ich guck mal hier. Ja, und hier haben wir welche. Sieben. Acht. Neun. Warum denn zurückkehren? Ja, sobald nämlich die Verräter raus radiert worden. So. Dann statten wir mal Bericht ab. Das sieht so merkwürdig aus, ey. Du bist so am Rumglitschen mit dem Ding. Ist doch geil. Ich bin der Glitchmeister.
Der Glitch in Person. So wie du rumschwabbelst, sieht das aus, als ob du den Roboter mit Seife eingerieben hast. Sehr gut. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut. Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Captain Rigel. Captain Schokoriegel. Erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Ich hoffe, er taucht auf. Dann bringe ich ihn um. Das hoffe ich auch. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. Ob die neueste Yu-Gi-Oh!-Serie damit was zu tun hat? Denn die heißt ja Yu-Gi-Oh! Vrain. Oh mein Gott, so schließt sich der Kreis. Ja. Gibt noch eine neuere? Seit 5Ds habe ich nicht mehr geschaut. Weil einfach nur noch langweiliger Schrott war. Da gebe ich dir also 5Ds war einfach noch das letzte, was ich gesehen habe. Alles, was darüber ist. Was ich gerne auftrug. Ja, und das könnte doch tödlich sein. Gefällt's ein bisschen. Ich habe das jetzt tatsächlich mit Absicht gemacht. Okay. Diesmal war es absichtlich. So. Gut, dann. Aha, gut. Das ist jetzt allerdings ein bisschen dumm gelaufen. Ich bin ganz woanders wieder gespawnt. Wop, wop, wop. Ich wollte das jetzt einmal absichtlich machen. Das euch mal ein bisschen schocken. Es hat, glaube ich, für eine kurze Zeit geklappt. Nein. Mhm. Doch, Hades. Nur ganz ich weiß es. Kurz. Da kannst du mal sehen, wie gut ich bin. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass die mich so weit zurücksetzen. Das war jetzt schon ein bisschen scheiße von denen. Ja, schon ein bisschen. Hätte ich auch wiederbeleben können. Ja, da stand, jo, jetzt kannst du dich mal selbst wiederbeleben und das habe ich gemacht und sie haben mich zurückgesetzt und hui. Ach so. Und ich mache hui. So, da lö. Huch, ich sollte vielleicht auch da lang fahren, das wäre nämlich der richtigere Weg. Richtigere. Richtigere. Ihr müsstet beide eigentlich auch wieder skillen können. Ich konnte das nämlich. Okay. Bestimmt, glaube ich jetzt nicht gut. Also bei Vermächtnis habe ich ein paar Sachen wieder genommen. Oh, du nimmst auch immer Sachen, ey. Dass dich das nicht komplett zum Junkie macht? Hm. Alles, was du so nimmst, Chaos? Also nachher schauen, was ich dann bei dem Skillbomb dann noch so nehmen könnte. Erst. Ja, komm! Heute nimmt der balmoranische Widerstand, Alter, bist du fett und hässlich, unterstützt wird, seinen letzten erbärmlichen Atemzug. Das haben wir euch zu verdanken. Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Vol Argen unter der Erde erkalten. Ich will den Verteidigungsminister selbst töten. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der balmoranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Nicht, wenn wir so mächtige Patrioten wie euch auf unserer Seite haben.
Die Fabrik wird noch vor Einbruch der Nacht zerstört sein. Das schwöre ich. Ja, ich habe noch 88 gewürfelt. Wenn wir eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen, die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Wollargen begegnet, tötet ihn. Es wird Zeit, dass wir dieser Schlange das Gift rauben. Seid aber vorsichtig. Es heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Für jeden anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. So langweilig. Und auch barbarische. Kann ja gerade meinem Hund geben. Igitt. Aber wenn, bitte mit Sahne. Aber doch. Das ist... Da oben in dem unbekannten Gebiet ist das. Wow, also wo haben wir das nächste Space Taxi? Ach da, okay. Müssen wir da irgendwie hinkommen?